geht es weiter mit dem zweiten Teil von Volksinteraktiv und ich habe den Mike und den Arnold hier bei mir, wunderbare Gäste. Hallo. Ich habe euch schon unter Sumpfkröten angekündigt, aber ich habe jetzt vorhin erfahren, ihr seid ja viel vielfältiger, als ich gedacht habe. Und es gibt euch als Sumpfkröten und als Johanns Erben und so darf ich euch einmal bei mir im Studio begrüßen. Hallo, schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag, schön, dass ihr da seid und wir nutzen gleich die Gelegenheit, um euch von allen Seiten kennenzulernen und möchte mal fragen, wer sind denn jetzt einmal die Sumpfkröten bzw. die Johanns Erben? Wer seid denn ihr? Welche Musik macht jetzt wer? Und vielleicht kannst du mir da ein bisschen einen Einblick geben. Naja, die Sumpfkröten, das ist unsere Coverband. Mhm. Die gibt es schon seit, ich glaube, 1997. Und da spielen wir halt einfach alle Feste, Partys. Und wir spielen auch zum Beispiel auf der Wiesn die Oktoberfeste. Und da können wir halt Songs covern. Das heißt, wir spielen von Atemlos bis hin halt zu den ganzen Party-Hits. Und der Unterschied zu den Johanns Erben ist dann einfach der, dass es von der Formationswahl die gleichen Musiker sind, aber Johanns Erben, wenn wir auftreten, da spielen wir nur unsere eigenen Lieder. Das heißt, da spielen wir Konzerte mit maximal 2 Stunden und spielen halt nur eigene Songs. Da können sich die Leute auch nichts wünschen. Und das ist einfach der Riesenunterschied. Also Sumpfkröten ist eher für Partys bestimmt und Johanns Erben macht Konzerte mit eigenen Songs. Aber die gleichen Musiker, die gleichen 6 Musiker, 7 Musiker sehe ich. Es sind immer die gleichen 6, ja. Okay, die gleichen 6. Bei Johanns Erben haben wir noch einen Gitarristen zusätzlich. Ah, da habt ihr noch einmal Unterstützung geholt. Das heißt, vielfältige Musiker, die mit Leidenschaft Musik machen. Jetzt wollen wir mal zuerst bei den Sumpfkröten. Du sagst Partymusik, ein bisschen Covermusik. Jede Schublade wird aufgemacht. Ja, im Prinzip ja. Also wir fangen bei österreichische Musik bei Austropop an, also alles, was im Partybereich möglich ist, bis runter auch zu Volksmusik oder volkstümlicher Musik, gerade auch auf der Wiesn außen braucht man einfach, wenn man Nachmittag spielt, braucht es auch ein bisschen Volksmusik, bis hin halt zu den typischen Partykrochern und bis hin zu ein bisschen rockigen Popping-Songs, was halt die Jungen gerne hören. Was die Jungen gerne hören. Jetzt frage ich einmal den Mike, ist steht zu zweit da, aber wer ist denn jetzt der Rest der Bande, sage ich jetzt einmal, von den Sumpfkröten. Wer ist denn da noch mit dabei von euch? Ja, der Rest der Bande, also wir sind, wie du schon sehr treffend gesagt hast, du 6. Und ja, alles halt unsere Musikerkollegen. Also da gibt es eigentlich, wir haben jetzt da nicht wirklich so eine Wahnsinnshierarchie dahinter, dass da einer der Chef ist und die anderen alle da dann nur hinter dem nachlaufen, sondern wir haben eigentlich alles selber selbstständige Musiker, die sie einfach da zusammengefunden haben und jetzt auch bei Johanns Erben miteinander unsere eigenen Songs und unsere eigenen Ideen verwirklichen. Und beim Covern ist ja nicht so das Ding jetzt bei den Sumpfkröten. Aber welche Musikinstrumente dürfen auf keinen Fall bei euch fehlen? Wir sind eigentlich sehr gut instrumentiert. Das geht los bei Schlagzeug, Bass. Mhm. Dann haben wir am Keyboard haben wir 2-mal und wenn wir natürlich jetzt volkstümlich spielen, haben wir unseren Harry an der Ziehharmonika, an der Zugin. Und sonst Arnold E-Gitarre, Ino-Gitarre. Blasinstrumente, genau. Also gut aufgestellt, alles was das Publikum so wünscht für richtige Partymusik, also das jetzt mit dabei und voll dabei. Und bei den Sumpfkröten, bleiben wir jetzt nochmal bei den Sumpfkröten. Der Arnold hat schon gesagt, Oktoberfeste viel. Also richtig so, wo Party angesagt ist, wo diese Hits gefragt werden, da seid ihr auch unterwegs und geografisch auch. Keine Grenze, nehme ich mal an. Nein, geografisch gibt es keine Grenzen für uns überhaupt nicht. Die Musik setzt auch keine Grenzen, die setzen die Menschen. Bei den Oktoberfesten, wir fangen eigentlich immer so typisch auf der Wiesn in München an. Das sind heuer 17 Tage, sonst sind es normal 16 Tage. Sind dann einen Tag zu Hause, dann freuen wir uns sehr auf die Wiener Wiesn, muss ich auch sagen, weil das ist echt eine sehr gemütliche Wiesn, die macht uns ganz besonders viel Spaß. Das ist für uns auch ein persönliches Highlight, da sind wir auch in Österreich. Dann geht es weiter nach Köln, dann nach Burscheid, Lippramsdorf, Holland ist ein sehr großes Oktoberfest und heuer sind wir dann noch 4 Tage in Schottland unterwegs. Was ist jetzt für die Sumpfkröten so der Unterschied zwischen jetzt einem holländischen Oktoberfest, also einem Oktoberfest aus Holland oder jetzt wirklich das gemütliche Wiener Wiesn, habe ich so rausgehört? Oder wie feiert ein Münchner? Wie kriegt ihr das auf der Bühne so mit, wie die unterschiedlichen Oktoberfeste ablaufen? Naja, in München haben wir halt sehr gemischtes Publikum mittlerweile. Mhm. Also in München sind, natürlich gibt es diesen traditionellen, den echten Urbayern. Mhm. Der will bedient werden, sage ich mal, mit ein bisschen gemütlicher, bayerischer, zünftiger Musik. Und dann geht es hin einfach über Engländer bis hin zu Australier, die am liebsten Tag und Nacht AC/DC hören werden. Das ist so das Typische eigentlich für die Münchner Wiesn, dass es eine richtige große Mischung ist. Mhm. Dann auf der Wiener Wiesn, muss ich sagen, sind sehr
gemütliche Leute. Es funktioniert Austropop. Die Wiener sind auch sehr offen für volkstümliche Musik bis hin auch zu Pop und Party oder auch zu Rockklängen. Also das ist, aber wenn es zum Beispiel in Wien die dann verabschiedet mit einem vom Austria und alle stehen da und haben Österreich Vaterl in der Hand und oder haben die Feiertage raus, dann ist das schon eine eigene Atmosphäre, wenn wirklich so viele Leute dann singen einem vom Austria. Das vermittelt schon ein bisschen Zusammengehörigkeit, was ich auch super empfinde. Was man jetzt ein bisschen rausgehört hat, eure Vielfalt, nicht nur auf der Bühne, sondern auch, ihr passt euch dem Publikum an. AC/DC-Klänge, genauso wie Austropop, das darf natürlich bei euch im Programm nicht fehlen dann. Nein, also das muss sein. Das ist heute in der Partyszene ja fast nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, es sind auch Stärken von uns in der Band, wo wir sagen, jeder hat so seine Stärken und wir versuchen, die einfach auszureizen. Wir kommen aus den verschiedensten Musikrichtungen, sind wir zusammengewürfelt. Also wir haben Leute dabei gehabt, die sind aus der Obergeiner Musik. Dann gibt es eben Leute, die kommen eher aus dem Pop-Rock-Schlager-Bereich. Also so haben wir es zusammengewürfelt und da versuchen wir unsere Stärken einfach rauszufinden und so auszuspielen. Und diese Stärken wollen wir heute noch genauer kennenlernen. Und die Johanns Erben, die wollen wir ja auch kennenlernen. Quasi die gleichen Musiker, ich sag's noch einmal, aber in einer anderen Schiene, weil ihr sagt, das sollte man schon ein bisschen trennen, auch publikumstechnisch. Und das wollen wir ganz genau wissen, was mit den Johanns Erben so alles auf sich hat. Und die werden wir auch gleich kennenlernen. Wir brauchen natürlich jetzt keinen großen Umbau machen. Ihr bleibt neben mir, denn ihr seid die gleichen Personen. Aber zuerst gibt's Musik und dann gibt's die Johanns Erben. Johanns Erben. Und der Johann, der zieht sich quasi durch jeden Musiker ein bisschen durch und deswegen habt ihr euch diesen Namen einfallen lassen und mit dem seid ihr auch gut in Verbindung. Genau, also wie gesagt, in Kurzform, jeder von uns hat als Vorfahren oder bei sich in der Familie jemanden im Vorfeld, der Johann heißt und ich glaube, fast von jedem sind auch diese Johanns oder Johanna, weiß noch gar nicht, die Mehrzahl, die Hansen sind musikalisch gewesen. Also bei mir ist zum Beispiel eindeutig mein Urgroßvater. Und der war halt Straßenmusiker, der ist mit der Mundharmonika umgezogen. Und von dem habe ich eigentlich recht begeistert erzählt. Und dann hat jeder gesagt, ah, meiner, ich habe auch einen und der heißt auch Johann. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, jetzt hat jeder einen Johann in der Familie, warum heißt man nicht Johanns Erben? Wer war jetzt der Ausschlaggebende von euch? Der hat gesagt, hey Leute, probieren wir doch mal was Neues. Ich glaube, man kann da gar nicht unbedingt sagen, der eine hat diese Idee gehabt, sondern die Idee ist einfach während der Sumpfkrötenauftritte entstanden. Wir haben immer gesagt, wir haben auch schon bei den Sumpfkröten haben wir mal eine CD gemacht und haben auch gesagt, ja, eigentlich ist es schon für einen Musiker schon einmal ein Wahnsinnsgedanke und eine Wahnsinnserfüllung, wenn man auf der Bühne stehen darf und man spielt die eigenen Lieder und die Leute singen die Texte mit und es kommt zum Beispiel auch mal wer und sagt, hey, das Lied von euch ist richtig schön oder cool. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist da musikalisch, da haben wir noch eine Feier in uns, wir haben noch viel mehr Hunger und Durst. Also wir wollen eigentlich noch mehr erreichen. Und dann ist die Idee geboren, okay, wir machen eine Konzertband. Wir haben dann auch immer an Weihnachten so Charity-Konzerte, die wir bis jetzt auch sehr erfolgreich spielen. Und die möchten wir später dann auch noch sprechen. Genau, da kommen wir dann später noch dazu. Aber aus dem raus, das war dann mal so ein Anstoß. Und dann da haben wir einfach mehr und mehr eigene Songs gespielt. Und irgendwann ist an der Tag da gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir was Neues. Vermischen kann man es ganz schwierig, wenn man heute auf einem Fest spielt und die Leute so warten einfach auf die Partykocher. Also haben wir gesagt, und deinen eigenen Namen. Mhm. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Deshalb, wenn ich jetzt Veranstalter von einem Oktoberfest bin, kann ich euch sagen, ich hätte jetzt bitte gerne euch als Sumpfkröten. Und wenn ich aber der gleiche Veranstalter bin für ein Konzert, kann ich jetzt aber auch zu euch hergehen und sagen, bitte Sumpfkröten war gestern auf meiner Veranstaltung, meine heutige Veranstaltung heißt Konzert, bitte heute Johanns Erben. Genau, das Witzige ist, wir haben das heuer auch. Also wir haben tatsächlich, einen Tag spielen wir am Freitag ein Konzert mit Johanns Erben und am Samstag sind wir als Party-Coverband unterwegs. Aber es schließt das eine ja das andere nicht aus. Was schon ausgeschlossen wird, ist zum Beispiel, wenn Johanns Erben spielt, dann spielen wir keine Cover-Songs. Ja. Aber wenn die Sumpfkröten spielen, das schließt ja nicht aus, dass wir nicht auch die Songs von den Johanns Erben covern. Auf gut Deutsch, ihr wollt einfach das Publikum nicht verwirren und ihr wollt einfach eure Musikrichtung dem Publikum anpassen und habt jetzt diese zwei Schienen gewählt. Und seit wann habt ihr jetzt die Johanns Erben quasi aus der Taufe gehoben? Seit wann gibt es die Johanns Erben? Mittlerweile gibt es seit zwei Jahren, ja. Seit zwei Jahren erst? Ja, das ist relativ neu noch, sofern man neu sagen kann bei zwei Jahren. Wir haben es im Frühjahr haben wir's aus der Taufe gehoben und haben dann gleich im letzten Jahr versucht, eine erste kleine Konzerttour zu spielen, im Sommer nämlich,
waren von den Reaktionen sehr überrascht. Also wir haben natürlich im heimischen Bereich viel gespielt, wo uns auch viele Leute kennen unter dem Namen Sumpfkröten. Haben ein bisschen auch für Verwirrung gestiftet, schon damals mit diesen zwei Namen. Aber die Konzerte sind gut angenommen worden. Es war sogar teilweise so, dass auch wir in Locations gespielt haben, wo dann Veranstalter gesagt haben, schau, ich habe im Sommer so ein wunderschönes Babylon, zum Beispiel viele Musik-Babylons, die zum Teil nicht immer genutzt sind. Man könnte auch da mal ein Konzert machen. Und dann haben wir damals gesagt, hey, wir sind eine neue Band, probieren wir es. Die Veranstalter sind gekommen und haben gesagt, super. Und ich weiß zum Beispiel, bei einigen haben wir heuer wieder gespielt, einige haben heuer auch noch Zusatzkonzerte gemacht. Und dann haben wir es im Winter haben wir uns so ein bisschen zurückgezogen, weil wir auch mit Sumpfkröten sehr viel zu tun haben. Nach der Weihnachtstour haben wir uns immer ein bisschen zurückgezogen und waren im Studio fleißig. Und dann haben wir einfach die neuen Songs gemacht. Dann ist das Album fertig geworden. Und jetzt haben wir heuer im Frühjahr die zweite Tour begonnen, mit Juni. Und sind eigentlich jetzt dann wieder fertig. Das heißt, die Tour ist mehr oder weniger bis Herbst abgeschlossen. Also Johanns Erben sind auch fleißig unterwegs. Und ihr habt es schon angesprochen, ich glaube, du Arnold hast schon gesagt, viel unterwegs, Veranstaltungen, Pavillon. Also die Veranstaltungen möchte ich ein bisschen genauer wissen. Und vor allem auch, wer komponiert und hin und her. Aber da gibt es noch eine kurze Pause und dann wollen wir alles ganz genau wissen, wie das bei Johanns Erben so abläuft. Johanns Erben. Viele Veranstaltungen schon im Terminkalender, obwohl es euch erst seit 2 Jahren gibt. Und viel zu wissen oder zu erzählen, auch wenn man so ein bisschen in den Hintergrund schaut. Jetzt fangen wir mal an, Arnold. Veranstaltungen, wer ist jetzt der ideale Ansprechpartner oder welche Veranstaltungen sind jetzt da wirklich im Veranstaltungskalender von den Johanns Erben drinnen? Im Prinzip gibt es 2 Veranstaltungskategorien, würde ich sagen. Mhm. Das eine sind einfach Veranstalter, die sagen, ich möchte einfach ein lässiges Konzert. Wir spielen sehr Österreich, also die Musikrichtung ist ja eigentlich Popmusik mit österreichischem Einfluss, sowohl in der Sprache als auch bei den Instrumenten. Also bleibt es in deutscher Sprache? Es ist eindeutig in Deutsch. Es ist sogar so, dass man uns hoffentlich im norddeutschen Raum versteht, aber wir haben auch bewusst diesen österreichischen Akzent drin. Mhm. Also jeder, der so ein Konzert haben will, wo sagt, also eine österreichische junge Band, das ist natürlich auch mal ein richtiger Ansprechpartner für uns. Zum Zweiten sind dann diese Weihnachtskonzerte, die wir jetzt seit Jahren spielen, das sind alles Charity-Konzerte, wo wir dann tatsächlich in Seele oder eher in schöne Locations auch in vielen Kirchen dann drinnen sind und wo wir schon dann einfach das Konzertprogramm auf 1 Stunde runter reduzieren oder auf 1 Stunde 15. Aber diese Stunde 15 versuchen echt alle Themen des Alltags ein bisschen aufzugreifen, auch die schwierigen Themen. Aber natürlich gehen wir auch wieder froh gelaunt aus den Konzerten aussehen. Bei Johanns Erben gibt es jetzt, so wie das Leben spielt, also nicht nur schöne Lieder, lustige Lieder, rockige Lieder, sondern auch wirklich ein bisschen, wo du sagst, oh, da darf es ruhig ein bisschen nachdenklicher werden. Und da ist eure persönliche Note dann dazu gemischt quasi. Dann. Ja, also wir nehmen uns einfach verschiedene Themen. Und gerade an Weihnachten, wie halt die meisten, denkt man schon meistens ein bisschen tiefer nach. Und wir scheuen uns auch nicht, Themen aufzugreifen wie einmal das Thema Tod zum Beispiel. Das gehört einfach ein bisschen zum Leben dazu. So ist es, Und wenn man sowas aufgreift, ist halt immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es funktioniert. Wir haben in der Zeit, wo wir da drinnen ein bisschen was reden drüber oder auch einmal ein Lied über das Ganze spülen, da hast du die 100%ige Aufmerksamkeit. Das heißt ja nicht, dass ich wegen dem jetzt Trübsal blasen muss oder sonst was, sondern dass ich einfach einmal auch Zeit nehme und mit diesem Thema auseinandersetze. Und dann gibt es auch wieder schöne Themen, denen widmen wir uns genauso. Und so sind eigentlich die Weihnachtskonzerte aufgebaut. Das heißt, wir greifen unser Thema, dann sagt jemand entweder frei raus was dazu oder wir schreiben eine Geschichte und wir leihen uns auch Geschichten aus, wenn wir die gut finden. Und eben zu diesem Thema spielen wir dann ein Lied, das auf das Thema passt, aber wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Text in Deutsch gehalten ist. Also Johanns Erben, kann man sagen, jeder Veranstalter, der sagt, er möchte mal seine eigene Note da irgendwie durchsetzen auch und nicht nur Coverbands haben, sondern wirklich eine Band haben, die eigene Lieder produziert, eigene Lieder von sich gibt, gemischt mit wunderbaren Texten, da seid ihr dann die Richtigen dafür, für diese Veranstaltung. Ja, genau. Bevor ich aber jetzt mit dem Mike über eure Kompositionen spreche, wie kann ich die Johanns Erben buchen? Ich habe da schon die Karte von euch. Ist das die richtige Adresse? Also einfach auf die Homepage gehen von Remix? Genau. Nein, nicht von Remix. Von Johanns Erben. Johanns Erben hat eine eigene Homepage.
einfach auf die Erben-Homepage draufgehen, da stehen dann die Kontaktdaten drinnen, die Telefonnummer und man kommt bei direkt zu uns. Also die Buchungen macht euch unser Schlagzeuger, der Schweiger Markus. Wunderbar, also Johanns Erben eingeben im Internet www.johanns-erben.at und dann ist man schon bei euch an der richtigen Adresse. Richtig. Und jetzt kommen wir mal zu Mike. Ich bin jetzt bei dir an der richtigen Adresse, wenn es um die Titel und um die Kompositionen geht. Ja, darf ich nur noch ganz kurz ergänzend noch was sagen. Natürlich sind wir für jedes Fest, für jedes Festival, für alle Stadtfeste, für jede Party, wo jetzt auch ein größeres Line-Up ist, wo mehrere Bands hintereinander sind, die einfach wie im Konzertcharakter, wie ein Festival, sind wir da sicher richtig. Das wird von Donauinselfest bis, keine Ahnung, wir fliegen nach Amerika und geben Festivalkonzerte. Also wir sind da sehr schmerzbefreit. Also wenn jetzt vom Livestream wer aus Amerika oder Neuseeland zuschauen würde, genau, müsste man vielleicht dann ein bisschen ins Englische übersetzen, aber kein Weg ist euch zu weit. Und du hast es angesprochen, Festivals, Eröffnungen oder ich denke jetzt zum Beispiel an Obertauern, da habe ich euch, ich habe es gar nicht gewusst, dass ihr heute meine Gäste seid, aber ein Ski-Opening, wo richtig Gas gegeben wird, da seid ihr die Richtigen. Genau, wir haben da auch heuer wieder sowas im Programm, sind wir schon wieder gerade fest am Werkeln, dass wir einfach wieder bei so Ski-Openings dabei sind, ist perfekt. Natürlich die ganzen Snowboard-Freeskier-Events, das sind alles so Sachen, wo wir mit Sicherheit mit unserer Musik bei den Leuten punkten werden. Es geht wieder alles auf diesen Deutschrock, auf dieses Deutschpop zurück, auch jetzt was in Deutschland draußen, unsere ganzen Kollegen, es geht immer wieder auf die Sprache zurück und es ist nicht mehr tabu jetzt, oder man ist nicht mehr gleich Schlager oder gleich jetzt irgendwo in der Schiene festgepresst, wenn man deutsche Musik macht oder österreichische Musik macht in unserem Fall. Und deshalb, glaube ich, sind wir da sicher überall richtig. Sobald es um gute und echte handgemachte Musik geht, 100% live, dann sind wir dabei. Der Mike hat es jetzt echt schon angesagt, also Festivals und so, das ist mir schon im Hinterkopf geblieben, aber ja, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt kann ich mir noch mehr vorstellen, also ihr seid danach richtig, die was bei einem Festival Gas geben. Genau, so ist es. Aber das ist der Plan. Genau, das ist der Plan, also alle Festivalveranstalter bitte an die zwei Wenden oder an alle anderen, an Johanns Erben. Aber jetzt möchte ich den Plan noch weiter ein bisschen legen Richtung Komposition. Wer ist jetzt da der Verantwortliche? Wer komponiert? Wer hat die Ideen? Gibt es da irgendwie einen Musikmaster bei euch? Es ist eigentlich wie das Schöne, wie beim Namen eigentlich, dass da nicht wirklich einen einzigen gibt, der mit Texten kommt, der mit Musik kommt und dann die anderen das alle vorspielt und dann machen wir halt irgendwie was draus, sondern es bringt wirklich jeder sich ein. Jeder, der sein Instrument, jeder spielt seinen Part da rein. Es kommt einer von uns jetzt mit einem Text von mir raus oder die texten, aber es sind da in die Johanns Erben 4 bis fast 5 Leute, die auch genauso texten und kommt dann mit was, mit einem Grobkonstrukt oder mit irgendeiner Idee daher und dann wird es wirklich in einer Probe, in gemeinsamen Arbeiten aufgearbeitet und arrangiert eigentlich miteinander. Deshalb ist nicht einer allein und die anderen sind einfach die Band, sondern wirklich, wo wirklich jeder seinen musikalischen Werdegang verwirklichen kann, auch mit Saison. Es fängt bei Solis an und hört bei seinen eigenen Texten auf. Also jeder darf sich einbringen und es wird dann zu einem wunderbaren Ganzen. Das heißt, da gibt es nicht einen, der sagt, ich mache nur die Texte, ich mache nur das. Und da gibt es keine Rollenverteilung, sondern ihr seid gemeinsam Johanns Erben und auch gemeinsam im Hintergrund tätig. Und jeder hat da so quasi seine Chance, sich von jeder Seite einzubauen. Genau. Ja, und so machen wir weiter. Wir bauen uns auch ein. Weiter noch, da gibt es eine ganz interessante Veranstaltungstournee von Johanns Erben. Die müssen wir unbedingt noch ansprechen. Und weitere Infos rund um Johanns Erben also nicht verpassen. Wir sind gleich wieder da. Heute bei Volksinteraktiv Johanns Erben. Eine Band für alle Veranstaltungen, Konzerte, Festivals, Ski-Openings und alles, was so da zugehört, wo man wirklich wunderbare Musik braucht, mit eigener Note, man kann es noch einmal dazu sagen. Im deutschsprachigen Stil, also auch bis zum hohen Norden, man versteht euch auf jeden Fall, also im ganzen deutschsprachigen Raum, aber auch ja, Amerika, habt ihr gesagt. Wenn irgendwer jetzt aus Amerika zusieht, ihr seid bereit für alle Festivals und Veranstaltungen. Aber eine Veranstaltung ist ganz, ganz wichtig, die liegt euch ganz besonders am Herzen, eine Tournee. Genau, das sind unsere jährlichen Charity-Konzerte, also die Weihnachtstour. Die startet heuer am 27. November in Niederösterreich, geht dann einfach quer durch über Großhall und das Finale ist dann am 23. Dezember im Gutshof in Flachau. Und das sind eben, wie gesagt, diese Konzerte, wo wir gesagt haben als Band, wir haben das ganze Jahr so viele echt gute Aufträge und wir sind sehr froh drüber und
Einmal im Jahr haben wir gesagt, dann haben wir einfach was. Wir haben eigentlich sonst keine großen Spendenaktionen oder Charities oder sonst was, sondern wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, was immer so in dieser Adventzeit, da spielen wir bis zu 10 Konzerten. Also wir haben das schon limitiert, also wir spielen bis zu 10 Konzerten und die Konzerte stellen wir halt dann immer auf Charity. Das heißt, wir haben jedes Jahr suchen wir uns ein oder zwei Projekte, meistens sind es zwei gleichzeitig, mhm, wo wir dann einfach ungefähr die Hälfte spenden. Und da haben wir einfach echt wirklich interessante, was heißt interessante, eher tragische Projekte, wo wir gesagt haben, ja, das ist uns das sehr am Herzen, dass wir da tatsächlich unseren Beitrag hinsteuern. Also wenn ich allein an das heurige Projekt denke, da geht es um einen Buben, der einfach mit 12 Jahren Leukämie gekriegt hat und den hat während der Chemotherapie ein Pilz befallen und das ist ein bisschen aufgegangen. Also man würde es nicht sagen, er hat die Leukämie sehr gut überstanden, aber wie ich das Foto und das erste Mal gesehen habe, wie der Bub ist und wie lieb der ist und dass der das aber bei vollem Bewusstsein mitkriegt, wenn man sowas sieht oder hört oder damit in Berührung kommt, dann muss ich echt sagen, da hat jeder sofort gesagt, das ist wieder das Projekt, das machen wir wirklich gern und echt aus echtem Herzen gern. Man kann auch quasi sagen, bei dieser Veranstaltung stellt ihr Menschen in den Mittelpunkt, die es wirklich brauchen und mit gutem Gewissen und in einer Charity-Sache. Das heißt, ihr selbst habt keine Gagen zu dieser Zeit und stellt alle Einnahmen dieser guten Sache zugute. Genau, also von allen 10 Konzerten, wie gesagt, wir limitieren es schon, weil wir einfach ansonsten auch sehr viel unterwegs sind zur Weihnachtszeit. Aber die 10 Konzerte werden tatsächlich die Einnahmen immer an das Projekt gespendet. Und da steht immer irgendeine Person oder irgendwas Fiktives, was Greifbares im Hintergrund. Mhm. Man kann sich jetzt schon mal vormerken, der 27. November in Niederösterreich, das ist das erste Konzert. In Schwartorf. Und das letzte Konzert am 23. Dezember in Flachau im Gutshof. Wer jetzt sagen möchte, oh, das klingt aber sehr interessant, die zwei Orte wären vielleicht ein bisschen zu weit weg, ich bräuchte ein bisschen mittendrin. Die ganzen Termine stehen bei euch auf der Homepage. Richtig. Mhm. Also die stehen sehr wohl auf der Sumpfkröten als auch auf der Johannserben-Seite drauf. Weil man es einfach, zu der Zeit haben wir gesagt, ist uns einfach die Werbung einfach wichtig. Ja. Wir nehmen beide Plattformen. Wie kann man euch da unterstützen bei diesem Projekt, indem man einfach hingeht, das Konzert besucht? Oder gibt es da dann weitere Aktionen, wo man sagt, das allein genügt mir nicht, mir ist das so viel wert, ich möchte noch weitere Spenden geben. Gibt es da Möglichkeiten oder einfach alle 10 Konzerte quasi dann besuchen? Ja, im Prinzip sind wir für jede, wir sind offen, sind wir für alles. Bis jetzt ist es einfach immer nur so gewesen. Für uns ist einfach das Wichtigste, dass die Leute zum Konzert kommen. Und danach, wir machen es auch nicht mit Eintritten. Wir haben uns manchmal schon die Frage gestellt, ob wir es mit Eintritten machen, mit freiwilligen Spenden. Aber wir sind eigentlich drauf gekommen, dass wir bis jetzt mit freiwilligen Spenden, gerade in der Vorweihnachtszeit, immer sehr, sehr gut angekommen sind und echt super Summen zusammengebracht haben, die wir dann irgendwann übergeben haben können. Und wann das dann übergeben wird, das machen wir dann auch immer öffentlich. Mhm. Das heißt, ihr stellt euch in der Weihnachtszeit den Dienst der guten Sache und immer ein Projekt, das oder ein Projekt mit einem anderen und das wird unterstützt und 10 Konzerte, kann man sagen, sind da limitiert und da kann man wirklich mit dabei sein und was Gutes tun für einen guten Zweck. Und meine Bitte an euch ist, Weihnachten ist jetzt für den einen oder für die andere ein bisschen weit weg. Ihr meldet euch noch einmal bei Telefon oder Skype und informiert uns vor der Weihnachtszeit, vor dem Start der Tournee noch einmal ganz genau über eure Standorte, über eure einzelnen Konzerte. Ja, das machen wir sehr gern. Dann sind wir froh, weil dann wissen wir auch die genauen Tourdaten alle, mhm, weil wir haben die Tour grob fixiert, aber es sind immer noch ein paar Konzerte, die werden nochmal verschoben, umgeschoben oder es kommt noch was dazu oder es fällt auch mal was weg. Also ein 12-Jähriger, der an Leukämie erkrankt ist, der bekommt besondere Hilfe finanzieller Natur von euch heute. Genau, das ist heuer eins der Projekte. Wie gesagt, wir haben meistens so 2 Großprojekte. Mhm. Also, und am Ende von dieser Tour wird es dann einfach aufteilt. Also Johannserben nicht nur auf Vollgas bei den Veranstaltungen, sondern auch im Herzen mit Vollgas dabei. Schöne Sache und ich freue mich, wenn ihr uns dann auf Volkstiefer wieder informiert. Und über die CD wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Blick auf die Uhr, wir haben noch ein paar Minuten die Gelegenheit. Und das machen wir dann gleich. Ihr habt da noch was Schönes aufgebaut, Johannserben. Ihr seid auch verewigt in kleiner, runder Form. Jetzt, Mike, du hast das Mikro in der Hand, erzähl einmal. Das ist eine heiße Ware, denn irgendwas davon ist noch gar nicht veröffentlicht, oder? Ja, es ist so. Also wir haben da natürlich die gewissen Singles auf dem Album veröffentlicht.
Und das ist ganz die Neiche sozusagen, Loben und Preisen, ist auch schon veröffentlicht, aber es ist das Album als Ganzes, ist quasi noch ein bisschen heiße Ware, weil es als Ganzes so noch gar nicht veröffentlicht ist, ist aber natürlich jetzt, nachdem es pressfrisch und druckfrisch gekommen ist aus dem Presswerk, jetzt dann natürlich sofort am Plan, das Ganze dann und auch. Diese heiße Ware darf theoretisch auf Reisen gehen, vielleicht sogar auch in den hohen Norden, denn wir dürfen verlosen. Sehr gerne. Ja, aber vorher möchten wir noch sprechen, wie gesagt, das ist die Single Loben und Preisen, du hast das in alles gesagt, Arnold. Hans Söllner, hast du da irgendwas, dürfen wir da was verraten? Ja, klar, ist kein Geheimnis. Wir haben ein Arrangement gemacht von einem Song von Hans Söllner. Da haben wir einfach den Text für uns, den halt wir empfinden, und wir haben einfach unseren Text genommen, haben wir ein Arrangement draus gemacht und haben es dann dem Hans Söllner vorgespielt. Der hat tatsächlich also das ganze Ding als sehr cool empfunden und hat uns dann gleich schriftlich gesagt, wisst ihr was, jetzt kannst du das alles haben. Also diese Referenzteile dürft ihr auch rechtlich verwenden. Was uns natürlich sehr gefreut hat, weil ich halt, macht dann schon auch stolz, wenn er Hans Söllner dann sagt, finde er lässig. Mhm. Und wir haben ja auch einen Raster in der Band. Also. Irgendwo sind aber interessante Parallelen. Das schaut aber alles ganz schön und nett aus, aber was hilft mir das, wenn ich nicht weiß, wie sich's anhört, wo ich es kaufen könnte? Wo kriege ich denn diese Werke von euch? Also die Singles gibt es natürlich auf allen Downloadportalen. Mhm. Dann haben wir das YouTube-Video, was wir jetzt neu gemacht haben, wo wir eigentlich sehr überrascht waren von den Reaktionen, weil wir haben das noch nicht lange drinnen. Wir haben es ein bisschen wir haben es einfach sehr witzig gemacht. Mhm. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, dass man sich das YouTube-Video anschaut. Es ist die meisten Leute lachend. Wir haben es da wie halt üblich selber nicht ernst genommen. Wir haben da eine Strophe geschrieben über einen Almabtrieb, also dass die Kühe so schön in einer Reihe hintereinander gehen. Und dann haben wir versucht, irgendwie diesen Almabtrieb in Szene zu setzen. Wir haben keine Kirche gekriegt, also haben wir uns einfach selber als aufgeranzt und haben das so gemacht. Also man ist gespannt, auf YouTube ansehen, das ist ja mal ein heißer Tipp. Und die heißeste Ware, dann wie kriege ich die? Wie kriege ich das Album? Wo kann ich das kaufen? Das Album kommt dann ganz normal in Handel. Das Album ist noch nicht veröffentlicht, aber man kann es im Moment natürlich über uns vorbestellen, jederzeit auf unserer Homepage. Übrigens auch die Singles, wobei soviel ich weiß, ist das unsere letzte Single, die wir dabei verlosen, bevor dann irgendwann im Jahresschnee Nachschub kommt oder das Album tatsächlich veröffentlicht wird. Wunderbar. Apropos verlosen, da brauchen wir noch eine Gewinnfrage. Ich hätte schon eine vorbereitet. Wen habe ich da jetzt bei mir im Studio, Mike und Arnold, von Johanns Erben oder von Gustavs Erben? Also wer weiß die Lösung? Die Leitungen sind dann ab jetzt geöffnet und wer gewinnen möchte, wer jetzt Loben und Preisen zu Hause anhören möchte und auch das Album von diesen Erben halt, der kann jetzt dann anrufen. Und wie gesagt, bevor die Leitung geöffnet wird, muss ich leider auf die Uhr schauen, denn ich muss mich von euch schon verabschieden. Lieber Arnold, lieber Mike, danke, dass ihr da wart und uns ein bisschen über eure Projekte erzählt habt. Und ihr kommt so wieder. Und vor allem aber auch per Telefon oder Skype. Sehr gerne. Wir haben schon ausgemacht, wir skypen. Mhm. Wir kommen jederzeit gerne wieder. Wir sagen auch danke vielmals. Hat uns viel Spaß gemacht mit dir. War schön dabei im Studio. Hat uns Freude gemacht mit den Zusehern. Und ich hoffe, wir sehen uns entweder live oder auch im Studio. So ist es. Also die Homepage ist immer ein heißer Tipp, da erfahrt man alle Termine. Auch bei Facebook vielleicht einmal liken. Das ist auch ganz wichtig, da wird man informiert. Und ihr informiert uns weiter. Ja, wunderbar. Also danke noch einmal, lieber Mike, lieber Arnold. Und auch für die kommenden Projekte, Veranstaltungen, Auftritte, Festivals natürlich alles, alles Gute mit eurer Musik. Danke. Und wir sehen uns um 19.45 Uhr wieder. Wer jetzt noch gewinnen möchte, Leitungen sind geöffnet und um 19.45 Uhr gibt es wie gewohnt die Wunschbox, die Volksbox mit mir und ich freue mich auf euch, ihre und eure Clara Plodern.